Ich denke, das ist so ungefähr die bekannteste Arbeit von Günter Brosit. Das ist eine Fotografie von Ludwig Hoffenreich, die ihn bei seinem sogenannten Wiener Spaziergang 1965 zeigt. Wie für Wien damals typisch, ist die Aktion vorher von der Polizei beendet worden. Günter Brosit spielt hier schon mit seinen sogenannten Selbstbemalungen, auch der Titel der Ausstellung in der jungen Generation einen Tag später. Bei dieser Selbstbemalung wird der ganze Körper des Künstlers inklusive seines Anzuges weiß grundiert und dann eben mit dieser schwarzen Linie vorne wie hinten in der Mitte durchtrennt. Hier läuft Brus also zum ersten Mal als lebendiger Malgrund durch die Öffentlichkeit. Es ist sehr schön, wie man hier sehen kann, wie sich dieses Denken der Wiener Aktionisten von der Leinwand wirklich nicht nur über den Körper, sondern auch mit dem Körper in den Raum hinein bewegt.